Die Jagd nach Zuev. Über Viktor Zuev ist nur wenig bekannt. Es heißt, er stamme aus der UdSSR und sei nach dem Zusammenbruch des Regimes Schutzgelderpresser geworden. Dabei habe er sich jedoch jemanden aus dem KGB zum Feind gemacht und musste fliehen. All das sind nur Gerüchte, aber eines wissen wir sicher. Er besitzt ein einmaliges Talent dafür, Leute zu überreden und einzuschüchtern. Politiker, Richter, Polizisten, Kriminelle, Priester, sogar Ärzte. Alle Angehörigen der Elite Riptons haben ohne den geringsten Widerstand das Knie vor ihm gebeugt. Zuev leitet alle seine Geschäfte über Assistenten und Unterhändler. Niemand weiß mit Sicherheit, wie er aussieht oder wo er lebt. Es wird nicht einfach, an Zuev heranzukommen, aber Ripton kann nur gerettet werden, wenn er in Handschellen endet. Wir sind nur eine kleine Einheit abtrünniger Cops, die sich im Dienst oder dem Dienst am Verbrecherkartell verweigert haben. Wir haben die Truppe verlassen und sind in den Untergrund gegangen. Wir treffen uns in einer heruntergekommenen Hütte im Wald anstatt in einer Dienststelle. Statt Streifenwagen haben wir einen alten Fury-Cola-Lieferwagen. Statt Essen aus der Kantine haben wir getrocknete Äpfel. Statt Waffen aus der Waffenkammer teilen wir uns mehrere rostige Revolver und eine Handvoll Kugeln. Aber wir tragen weiterhin stolz die Uniform. Wir mögen außerhalb des Gesetzes agieren, aber wir sind die einzigen, die es noch schützen. So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Rebel Cops. Das also in der gestrigen Folge war das Tutorial. Jetzt kommen wir ja auf die Spielkarte und lernen das Spiel nochmal etwas näher kennen. Die Lagerbestände der Rebellen sind in der Regel knapp. Denken Sie also daran, vor jeder Mission den Händler zu besuchen. Der Kampf gegen ein Verbrechenskartell ist eine teure Angelegenheit. Daher haben die Bewohner Riptons ein kleines Budget für sie zusammengelegt. Mit diesem Geld können sie ihren Kampf aufnehmen, aber dies sind die Rücklagen der Ärmsten der Stadt und sie werden sie bald zurück brauchen. Okay, 1275. Okay, das ist der Händler. Was haben wir denn hier? Pistole, Revolver, Helme, Körperpanzerung. Oh, oh. Munition, Dietriche. Hilfe. Okay, wir kaufen uns erstmal hier einen Rucksack, würde ich sagen. Von 3 auf 6 Objekte. Was holen wir uns denn noch? Sehe ich denn, was wir haben? Ja, wir kaufen erstmal. Wir haben 5 Revolver. 5 Revolver, ja. Messer, Schlagstock, Erste Hilfe, Schrotze und Gewehr. Gut, dass wir Gewehrkugeln, Schrotzen, Muni und sowas haben, aber noch keine Waffen dazu. Okay, kaufen wir. Taser finde ich eigentlich ganz geil. Weil ich dafür wahrscheinlich Taser-Muni brauche. Ach nee, alle 8 Runden. Oh, komm, lassen wir erstmal. Wir sparen erstmal Geld. Schwätz. Gestern sind Viktor Zuevs Leute zu meinem Haus gekommen und haben gesagt, sie bräuchten meine Dienste. Ich habe ihnen gesagt, dass ich gerade erst aus dem Krankenhaus gekommen sei, aber sie haben mich aus dem Haus gezerrt und mir klargemacht, dass der Chef persönlich mich bräuchte. Offenbar wollte Zuev immer schon mal lernen, wie man mit einem Scharfschützengewehr schießt und er hätte gehört, dass ich der Beste in der Stadt bin. Aber ich habe keine Ahnung, wie gut ich noch schießen kann, nachdem seine Schläge auf meine Fingern herumgetrampelt sind. Aber ich sage Ihnen eins, ich gehe. Ich habe eine Familie und wenn Zuev herausfindet, dass ich mit Ihnen zusammengearbeitet habe, wird er das an ihr auslassen. Und seien wir ehrlich, wir haben keine Chance und meine Kinder brauchen etwas zu essen. Okay, also unter Scharfschütze verlässt die Truppe, das ist ungünstig. So, also das abgeschlossen. Karte übrigens finde ich wieder sehr gelungen. Von Ripton. Ja, ist immer sehr niedlich gemacht und gezeichnet, finde ich. Schon in Teil 1 von This is the Police und Teil 2. Geht hier also genauso weiter. Okay. Der Bahnhof. Dominic Idova, Sicherheitschef für den Unternehmer Zachary Ginsberg, soll sich im Zug befinden, der den Bahnhof von Ripton passieren wird. Ginsberg hat früher ganz Ripton kontrolliert, aber als Viktor Zuev in die Stadt kam, zog er sich in die Schatten zurück. Wenn Sie etwas über den neuen Verbrecher aus der Gegend erfahren wollen, könnte es nicht schaden, Zachary Ginsberg aufzuspüren. Und wer könnte mehr über seinen Aufenthaltsort wissen als der Chef seiner persönlichen Sicherheitstruppe? Es scheint, als wäre Kasimir Schwetz nicht nur ein guter Schütze. Er ist auch ein gerissener Dieb. Als er gegangen ist, hat er eine der Ausrüstungskisten ausgeräumt. Spast. Jetzt wird unser Kampf gegen Zuev und seine Armee noch schwerer. Na klasse. Schon mal gleich der Diebstahl. So, Bahnhof. Der Zug mit Dominic Idova soll fahrplanmäßig nicht in Ripton halten. Um ihn zum Anhalten zu bringen, müssen sie in den Kontrollraum eindringen und alle Signale des Bahnhofs auf Rot stellen. Das wird die automatische Bremse auslösen. Wenn der Zug an einem roten Signal vorbeifährt, wird der Mechanismus den Zug zum Halten zwingen.
Der Bahnhof wird von privaten Sicherheitsleuten bewacht. Das sind normale Leute, keine Schläger von Viktor Zuev. Versuchen Sie, sie so unauffällig wie möglich zu verhaften, um in den Kontrollraum zu gelangen. Sie wollen ja keine Unschuldigen erschießen, die einfach nur ihre Arbeit machen. Zuevs Leute im Zug sind jedoch eine ganz andere Angelegenheit. Sie werden mit Sicherheit Alarm geben, wenn der Zug hält. Sie sollten sich auf eine Schießerei einstellen. So, Ziele, dringen Sie in den Kontrollraum vor und aktivieren Sie die Bremsen, bevor der Zug eintrifft. Verhaften Sie Dominic Idover. Okay, Hauptmission. Helfen Sie mir, das Arcade-Spiel wieder zu bekommen. Aha. Gut, so. Mit Rechtsklick kommen wir auf das Inventar der Leute. Hier sehen wir zum Beispiel das Spiel Henrietta Bulka, Stufe 3. Eins in Stärke, eins in Schießen, eins in Geschwindigkeit. Und hat noch ein paar Vorteile, die kennen wir auch aus The Police. Sie hat Diebesfänger, der Polizist kann versuchen, einen Kriminellen aus der Distanz zu verhaften. Der Polizist kann weiter sehen und der Polizist wird besser darin, Kriminelle davon zu überzeugen, die Hände hochzunehmen und sich zu ergeben. Okay, gut, dann starten wir die Leute mal aus. So, Revolvermunition. Okay, jetzt sehen wir hier, grün bedeutet geladen. Einmal Ersatzmagazin. Okay, Blendgranate und Messer. Jo. Rüstung haben wir leider nicht. So, hier oben kommen wir weiter. James Alec Dice. Schießen und Stärke hat er, auch Stufe 3. Chameleon. Polizist wird besser daran, cool auszuweichen, wenn der Polizist nicht all seine Aktionspunkte ausgegeben hat. Hätte er in der nächsten Runde einen zusätzlichen Aktionspunkt. Gut zu wissen. Und wenn der Polizist am Arm oder Bein verwundet wird, kann er immer noch kämpfen, bis er verblutet. Das ist eine schöne Eigenschaft. Das lobt man sich doch, so eine Leute. Okay. Großes Erste-Hilfe-Paket würde ich dir geben. Und das war's. Lionel Boone. Stufe 2, Geschwindigkeit immer noch. Plus. Hat leider keine Vorteile. Das ist ärgerlich. So, dann kriegst du ein Knüppel und eine Blendgranate. Glenn Livid, auch Geschwindigkeit, auch keine Vorteile, schade. So, einmal laden, einmal Ersatz. Du kriegst ein Messer und ein Erste-Hilfe-Paket. Wobei, nein, das kriegst du nicht. Ja. Und dann haben wir noch Revolver übrig und das war's. Wir können, glaube ich, maximal 6, also was heißt, glaube ich, ich weiß es, man kann maximal 6 Leute mit in Einsatz nehmen. Deswegen, du kriegst bitte Erste-Hilfe-Paket und Knüppel. Und dann suchen wir uns noch einen aus Maxim Samostian. Die haben alle keine Perks, ne? Nee. Hier, Samuel Cagliostro. Du bist der Mann, der ohne Ausrüstung losgeht, aber du nimmst Dietriche mit. Einfach, damit wir alle Leute auch verteilt haben. So, Wayne Koch, helfen Sie mir, das Arcade-Spiel wieder zu bekommen. Ripton ist das Zentrum und der Kultur für die ganze Gegend. Wir haben einiges, auf das wir stolz sein können, aber die beliebteste Attraktion ist der kostenlose Arcade-Automat von Mark War auf dem zentralen Platz. Dieses seltene Stück zieht immer eine lange Schlange, Kinder und eine Menge von Zuschauern an. Aber als Viktor Zuevs Leute in der Stadt auftauchten, haben sie sich den Automaten geschnappt und in ihr Lagerhaus am Bahnhof gebracht. Ich habe gehört, dass sie da inzwischen eine ganze Spielhalle haben. Wenn sie da hingehen sollten, bringen sie bitte den Automaten zurück und stellen sie ihn wieder an seinem angestammten Platz auf. Sie werden damit alle Kinder der Stadt glücklich machen. Holen Sie den Spielautomaten aus dem Lagerhaus und bringen sie ihn in das Evakuierungsgebiet. Belohnung $220, Revolvermuni und eine Schrotze, schön. Erfolg plus 1 Ruf, Fehlschlag minus. Annehmen. So, ganz kurz. Ich habe es schon mal ein bisschen gespielt. Zumindest diese erste Mission. Also, man kann maximal 6 Leute mitnehmen. So. Es gibt Ruf. Je nachdem, wie gut der Ruf ist, umso mehr Vorteile hat man, glaube ich, in der Stadt. Aktuell haben wir einen Ruf in der Stadt von minus 1, also bei den Bürgern von Ripton. Und ihr habt es ja gesehen, wenn wir hier so eine Zusatzmission machen, dann würden wir nochmal ein bisschen Ruf dazu bekommen. Ihr seht, jetzt ist ausgegraut. Also ich kann quasi nicht mehr Leute in diese Dinger stecken. In
die Mission. Maximal 6 kann man also haben. Ausgestattet, oder wenn man Inventar verteilt hat, sieht man, dass die braun sind, nicht grau. Und wenn einer nichts hat, dann sind sie grau. So, also Hauptmission haben wir ausgestattet und Wayne Koch, darum kümmert sich Cagliostro. Okay, dann gehen wir auf die Karte mit unserem Fury Cola Truck. So, mal gucken, ob jetzt noch ein paar Tutorial-Tipps kommen. Wie gesagt, die Mission habe ich jetzt schon mal gespielt. Zumindest bis 1% vorm Ende. Da scheitere ich so ein bisschen. So. Es gibt noch zu wissen. Ihr seht hier oben so eine gewissen Punkte. Das sind Rebellenpunkte, glaube ich. Wenn man das hier oben sieht, genau, Rebellenpunkte, sieht man, man hat 65. Und die kann man für gewisse Aktionen während des Spiels benutzen. Also in der Runde zum Beispiel Aufmerksamkeit, wenn ich 20 Rebellenpunkte ausgeben würde, bringt alle Polizisten mit freien Aktionspunkten dazu, eine defensive Position einzunehmen. Während des gegnerischen Zuges werden diese Polizisten auf den ersten Kriminellen schießen können, den sie sehen. Ruhige Hand erhöht die Zielgenauigkeit für eine Runde oder für die aktuelle Runde und lässt alle Polizisten für die aktuelle Runde unsichtbar und leise werden während eines Alarms nicht aktivierbar. Das ist gut zu wissen. Das sammelt man so nebenbei, wenn man gewisse Aktionen macht, dann geht das quasi höher. Und ihr seht hier so eine Floppy Disk und dahinter eine 4. Das heißt, ihr könnt in dieser Mission genau noch 4-mal speichern, dann ist vorbei. Also, ist nicht so, dass man hier speichern und laden kann, so wie man möchte. Nein, hier ist das Ganze begrenzt. In dem Fall jetzt noch 4 Speicherpunkte, die übrig sind. Und ja, die werden wir auf jeden Fall... Naja, ob wir sie ganz aufbrauchen, werden wir gucken. Aber ein bisschen verbrauchen werden wir davon. So. Okay, also wir haben hier schon mal die ersten Gegner. Also ganz kurz, um euch die Karte mal zu zeigen. Also hier haben wir, ich nenne es mal das Haupthaus. Hier ist, glaube ich, der, genau, hier ist der Kasten, womit wir die Bremsen steuern können. Ja, dann stellen wir hier das Signal auf Rot, dann würde der Zug halten. Gut, hier waren ein paar Gegner. Ich weiß nicht, warum wir ihn jetzt nicht mehr sehen. Da haben wir noch einen, der fummelt ein bisschen an den Gepäckstücken rum. Zu dem kommen wir aber auch gleich. Roger. So, verschanzen uns erstmal hier hin. Ich muss erstmal gucken, wie die Aufteilung ist. Okay, da ist nochmal einer. So. Oh Gott, nein, ich habe einen Fehler gemacht. Okay, aber hier hinten ist nämlich noch einer. Und der ist jetzt alleine. Das könnte schwierig werden. Aber gut. Done and done. Vielleicht kriegen wir es auch so hin. So, und du gehst mal bitte hier. Ihr seht auch auf der Karte ab und zu mal so gelbe Objekte. Die kann man einsammeln. Okay, der hat einen Knüppel, das ist gut. Roger. So, dann werden wir mal dem ersten auf den Deckel hauen. So. Putz. Der ist betäubt für 2 Runden. So, Zug beenden. Hier links seht ihr die Ziele. Die kann man sich auch anzeigen lassen, wenn man die Shift-Taste drückt. Dann habt ihr so eine kleine Übersicht, was ihr noch alles machen müsst. So, verbleibende Züge, bis der Zug kommt. Noch 15. Understood. Enemy spotted. Genau, das ist der Enemy. Den haben wir ja gerade schon gesehen gehabt. So, wir verstecken uns erstmal hier, würde ich sagen. You got it. Ich denke nicht, dass er uns sehen wird. Nee. So, auf den müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir gehen mal hier hin. You bet. Verstecken uns schon mal. Oh Gott, stimmt, da war ja noch einer. Und du versteckst dich mal bitte hier. Der ist aufmerksam geworden. Weil er irgendein Geräusch gehört hat. Hast du einen Knüppel? Du hast einen Knüppel. Okay. Ja, wenn man genau an die Gegner rangeht, dann werden sie quasi aufmerksam. So, der ist noch betäubt, den können wir festnehmen. Will do. Du gehst mal dahin. Sehr gut, kein Geräusch verursacht, deswegen hat der Typ uns nicht gesehen. Okay. So, der ist jetzt aufmerksam. Um den müssen wir uns jetzt gleich kümmern. Denn ich glaube, wenn die Runde vorbei ist, dann wird da Alarm schlagen. So, noch 14 Züge, bis der Zug kommt. Zug. So, wir machen erstmal
die Safe, die wir auf jeden Fall schon haben. So. On your knees. Sehr gut. So, got it. Dann gehst du mal hier und sammelst mal das Objekt ein. So, du musst auf jeden Fall den Typen hier verhaften. So, jetzt muss ich gucken. You bet. Nein, oh. Ach so. Okay, ja, also der wird uns jetzt warnen, dass da ein Gegner ist. Aber das wissen wir ja, dass da ein Gegner ist. So, 50% Chance, dass er sich ergibt. Freeze, asshole! Oh, ein Glück, er ergibt sich. Glück gehabt. So, du hättest einen Knüppel, aber ich glaube, wenn wir uns hier hinstellen, können wir doch zur Aufgabe zwingen, genau. Make my day, asshole! 98%. Bei dem versuchen wir es auch mal mit ergeben. Der sieht uns auch noch nicht. Okay, auch 98% oder so. Auch der ergibt sich. Und bei dem probieren wir es auch. Ach, hervorragend, 100%. Alter Schwede, 4 Leute auf einmal. Mit ein bisschen Glück vielleicht sogar den 5. Boah, 5 Leute auf einmal. 1, 2, 3, 4, 5 Leute aktuell. Zur Aufgabe erstmal gezwungen. Jetzt müssen wir natürlich in der nächsten Runde alle 5 auch festnehmen. Ansonsten war die ganze Runde, naja, ziemlich für den Bobbes. Okay, da läuft noch einer. Aber hervorragend. Jetzt können wir erstmal die ganzen Leute festnehmen. So, 50 XP. Und ihr seht da oben, die Punkte steigern sich. Also jetzt 77. Wenn wir den jetzt festnehmen, kriegen wir mehr Rebellenpunkte. Ich glaube, 4 Stück kriegt man für eine Verhaftung. Genau. So. Got it. Uns auf hier hinstellen. Können wir vielleicht schon mal in den nächsten Raum reingucken. On the ground! So, Nummer 3. Okay. Nummer 4. Get on the fucking ground! Get on the fucking ground! So, hier nehmen wir uns noch ein Objekt. Das Chateau Prustwein. Fläschchen. Nein. Da hinten haben wir auch noch ein Objekt. Affirmative. Kann man uns eigentlich auch nochmal einsammeln. Oh, das Gegner. Okay. Der sieht uns aber nicht zum Glück. Und den Kollegen nehmen wir auch noch fest. Hands where I can see them. Hands where I can see them. Sehr erfolgreiche Runde. 5 Festnahmen in einer Runde. So, der geht wieder zurück. Da haben wir noch einen in dem Raum. Gut. So. Gehen wir mal hier auf die Ecke. Ja, ja. Ich will erstmal dem aus dem Weg gehen. Okay, da in dem Raum war schon mal keiner drin. Das ist gut. Den könnte ich festnehmen. Du hast noch einen Knüppel. Das machen wir mal ohne Freezen, sondern den hauen wir gleich mit dem Knüppel ein auf den Kopf. Wie gesagt, Vorteil jetzt ist, dass ich das Level kenne und so ungefähr weiß, wo Gegner sind und wo keine sind. There's somebody over here. Genau, da ist nämlich der nächste. Du gehst bitte hier oben mit weiter. Understood. Und wie gesagt, du sammelst hier nochmal das Objekt ein. So, du hast... Okay, das ist sehr gut, dass ich das gemacht habe. Wir gehen mal an die Tür. Haben wir ja in der letzten Folge gelernt, dass man auch von der Seite die Tür öffnen kann. Hey, check this out. Okay. Aufbrechen würde den Alarm auslösen, also machen wir die Tür einfach nur auf. Und beenden die Runde. Das ist gut. Das ist auch hervorragend, dass der wieder nach hinten geht. Das wird der nächste sein, den wir irgendwie festnehmen. Okay, der hat irgendwas gesehen. So, versuchen wir mal fest. Er müsste uns wahrscheinlich sehen jetzt. Ja, ja, ich weiß. Er wird mich warnen, dass der Gegner mich sehen wird. Kann ich ihn aus der Ecke eigentlich schon versuchen? Ja, wir können ihn auch zur Aufgabe über...
Heads up or I'll shoot! Sehr gut. Affirmative. Sehr gut, der gibt schon auf. Dann können wir uns nämlich schon mal hier positionieren für die nächste Runde. Okay. So, ihr könnt den Kollegen jetzt festnehmen. On the ground! Ihr positioniert euch gleich mal hier. Okay. Oh, da drüben sind noch Objekte. You bet. Okay, dann holen wir uns erstmal die Objekte. Vielleicht finden wir ja auch noch Informationen. Also wie gesagt, immer schön einsammeln. Kostet auch keine Aktionspunkte, wenn man einsammelt. Das ist ganz gut. Du rennst mal noch nach hinten zu dem anderen Kollegen. Der hier immer noch ohne Waffe unterwegs ist. So, jetzt... Oh, jetzt müsste ich eigentlich einmal speichern. Obwohl, du hast einen Knüppel. Okay, dann brauche ich doch nicht speichern. You got it. Dann können wir ihm ja einfach auf den Schädel hauen. So, der ist betäubt. Zug beenden. Den nehmen wir gleich fest. Der sieht uns hoffentlich nicht. Da warten wir auf eine weitere Runde. So. Nein! Das ist das halt, dass ich manchmal nicht sehe, welchen Charakter ich angewählt habe. Aber alles gut, kriegen wir noch hin. Face on the floor. So, was ist das hier? Walkman. Got something. Got something. Done and done. So, und dann nehmen wir das hier auch noch mit. Eine Silberflasche. Okay, das sieht I'll überhaupt nicht aus wie eine Silberflasche. Affirmative. Aber okay, wir nehmen es erstmal mit. So, wir können ja mal probieren, ob er aufgibt. Stellen wir uns mal hier hin. Haben wir danach noch einen zweiten Zug? 50%. Okay, nochmal raufklicken und dann wird die Mission, die Aktion quasi abgebrochen. You got it. So, du rennst, wie gesagt, mal zu dem Kollegen nach hinten. You bet. I see someone. Okay, da ist nämlich einer, okay. So, bitte einmal festnehmen. Get on the fucking ground! Get on the fucking ground! Und da haben wir, glaube ich, den Spielautomaten. Jo, sehr schön. Got it. So, du versteckst dich mal hier hinter. Und zu beenden. Okay, der läuft nach hinten. Der läuft auch wieder zurück. Der kommt wieder zurück. So, können wir ihn schon? Jawohl, 100%. Gut, dann können wir ihn sofort festnehmen. On your knees. So, sehr schön. Nächster Festgenommener. Okay. Wir gehen schon mal weiter wieder in Richtung des Kontrollraums. Got it. Vier Leute sollten hoffentlich ausreichen. So, hier bin ich ein bisschen vorsichtig. Okay. Okay, da ist der Gegner. Hey, check this out. Okay, so, können Can't wir... Do it. Gut, aber wir haben ja einen Knüppel, da können wir hier auf den Kopf hauen. You got it. Morgen! Und putz. Right away. So, sehr schön. Dann haben wir den Spielautomaten nämlich auch safe. Ihn noch festnehmen, das ist noch so eine kleine Sache, die ich erledigen muss. So, und dann müssen wir noch in den Kontrollraum rein. Dazu muss ich erstmal gucken, was hier so ist. Also, zwei Gegner. Da hat einer die Arme verschränkt. Wir wissen, was das bedeutet. Der mit dem verschränkten Arm wird sich nämlich nicht bewegen. Understood. Deswegen können wir eigentlich das Hauptaugenmerk auf den anderen Typen legen. So, wir sammeln uns erstmal hier vor der Tür.
was wir im Falschen genommen. So, Golden. Ich weiß leider nicht, wie der läuft. Ich habe keine Ahnung. You got it. Ich weiß nicht, ob der zurückkommt. Kann sein, dass wir jetzt einen kleinen Fehler gemacht haben. Aber wir werden sehen. Und mit den Konsequenzen leben müssen. So, sehr schön. Done and done. Das kleine Lagerhaus ist safe. So, wir beenden den Zug. Oh, jetzt hat er uns gesehen. Scheiße, jetzt wird Alarm ausgelöst. Und jetzt schießen die auf uns, glaube ich. Alter, ich krieg nicht so viel. Ach, jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen. Weil ich nicht... Oh Gott, Alter. Gleich Kopfschuss und tot. Weil ich nicht gespeichert habe. Na gut. Dann werden wir, wenn ich nochmal vorspielen bis zu der Stelle, wo wir quasi nur noch den Kontrollraum einnehmen müssen. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur nächsten Folge. Das war genau das Problem, was ich nicht wusste, wie der Typ nämlich läuft. Wäre der jetzt einfach hier stehen geblieben oder zum Auto gegangen, hätten wir ganz locker hier alle weggenommen. So müssen wir nochmal von vorne anfangen, weil ich nicht gespeichert habe. Herzlichen Glückwunsch. So, haut rein. Bis morgen. Tschüss.